Okay, hallo, Folge 6. Wer alle anderen Folgen noch nicht gesehen hat, die sind alle auf meinem Kanal. Mehr gibt's nicht zu sagen. Wichtigste Frage zuerst, wie habt ihr geschlafen? Ich habe total gut geschlafen. Ja, ich auch. So Betten sind schon was Gutes. Folge 6, auf einmal, es schläft sich so gut. Vielleicht brauchen wir jetzt endlich auch keinen Red Bull mehr, weil die nicht mehr auf dem Boden schlafen müssen. Das ist doch super, das freut uns. Aber apropos Red Bull, das hat sich Hilla ja gestern literweise reingeschüttet. Oh Scheiße, Hilla ist schon wach. Dann ist es sowieso vorbei mit dem Schlafen. Die ist auch jetzt schon wach. Pro-Tipp, füllt einfach bitte in die Red Bull-Flaschen irgendwas anderes rein. Die hat sonst in einer Woche Burnout. Das ist halt bestimmt eh sau anstrengend. Ich krieg ja selbst schon fast die Krise mit jedem Tag ein Video machen. Jetzt machen wir uns aber erstmal fertig. Wenn ich Pickel kriege, dann sind die nicht irgendwie hier oder da, wo man sie nicht so doll sieht, sondern die sind immer hier. Alina hat da auch eindeutig nur einen Gedanken zu. Da, wo man sie nicht so doll sieht, sondern die sind immer hier. Hilla, guck mal, ich kann dir sagen, woher das kommt. Vom Red Bull. Vielleicht einfach mal ein bisschen weniger Red Bull trinken. Niemand anderem fällt auf, dass du einen Pickel auf der Nase hast. Ich sehe da nicht mal irgendwas. Pickel zu haben ist eines der schlimmsten Dinge, die ich kenne. Ja, nee. Würden mir jetzt schon ein paar andere Sachen einfallen. 4 Tage lang auf dem Boden schlafen oder so. Wenn ich eins vernichten könnte auf der Welt, dann wäre das Pickel. Ich hasse Pickel. Alternativvorschlag. Hass und Krieg, aber Pickel ist auch okay. Und wie gesagt, wir können auch aufhören zu übertreiben. Also, aber ich glaube, dass bei Alina oder Feli das so ist. Oh mein Gott, ein Pickel. Nein! Danke, Janni. Ja, ist voll peinlich, dann weiß der 17-jährige Jonas nämlich, dass du noch in der Pubertät bist. Nein, schau nicht hin. In der Küche bereiten Feli und Janina ein ausgefallenes Frühstück vor. Spiegeleier und Öl. Janni, ich glaube, du hast da ein bisschen Spiegelei in deinem Öl. Sind wir mal gespannt, was daraus wird. Was gibt's noch? Schokopudding. Die muss man das Pulver nicht in so eine aufgekochte Milch reinrühren? Wir hätten, glaube ich, alle gern was anderes gegessen, aber wir hatten halt einfach nichts. Die Hühner. Apropos Hühner, wie geht's dem Ei? Angebrannt, scheiße. Was machst du? Ich glaube, für Janni war die Mädchen-WG wahrscheinlich schon irgendwie so am bereicherndsten. Jetzt weiß sie wenigstens, wie man Duschvorhang benutzt und vielleicht bekommt sie es ja mittlerweile hin, Spiegeleier zu machen. Och, Janni. Was machst du? Öl. Mit Ei. Felicia, du bist so dumm. Siehst du doch, dass ich Öl mache. Du bist voll schlecht technisch. How dare you? Sowas sagt man nicht. Nein. Die arme Janni. Irgendwie haben wir es aber hinbekommen, für jeden ein Spiegelei zu machen. Ja, gut. Haben wir noch Milch? Mhm. Gar nicht mehr. Nö. Gar nichts mehr? Nichts mehr. Okay, wir haben Tag 6 und am zweiten Tag haben sie eingekauft. Wo genau ist diese ganze Palette Milch hin? Als ob 5 Mädchen eine komplette Kartonpalette Milch trinken. Da stolpert das ganze Team zur Tür rein und macht sich erstmal einen Kaffee mit schön viel Milch. Ich kenne euch doch, Filmteams. Aber nur so ein Spiegelei auf dem Teller ist schon ein bisschen ein Problem. Ey, wir frühstücken voll ungesund, ne? Sonst esse ich immer Obst zum Frühstück. Ja. Nur Obst? Kein Fleisch? Du, hä? Woher nimmst du deine Energie? Trink mal einen Red Bull. Oder einen Schluck Schokopudding. Boah, ey. Was können wir jetzt noch essen? Gar nichts. Gar nichts. Gar nichts mehr? Die Hühner. Hühnchen. Hühner. May, ja, endlich kommt mal jemand auf die Idee. Ach so, die füttern die nur erst. Sollen es die Hühner gut haben und noch schöner wohnen. Die zwei Mädchen wollen ihnen einen größeren Stall bauen. Hä? Ist es euer Ernst? Wie sollen die denn so einen scheiß Hühnerstall aufbauen, wenn die nicht mal hinbekommen, zu 5 2 Betten und einen Schrank aufzubauen? Ende der Woche, die haben kein Geld mehr. Wie sollen sie einen scheiß Monteur bezahlen, dass er ihnen den Hühnerstall aufbaut? Problem von später. Jetzt muss ich erstmal fertig gemacht werden. Heftig. Stichst du dir damit nicht ins Auge oder so? Ich mach das ja über dem Auge. Ich bin ja nicht dumm. Hilla stellt immer so dumme Fragen, keine Ahnung. Stichst du dir damit nicht ins Auge oder so? Ich mach das ja über dem Auge. Hilla kann das ja offensichtlich nicht, deswegen muss Feli jetzt ran. Boah, es ist so langweilig. Irgendwie, man muss die ganze Zeit still sitzen. Oder Pro-Tipp, einfach weniger Red Bull trinken. Was das heute richtig geil wäre, sich so massieren zu lassen und so. Ja, aber von wem, ey? Enis? Weil offensichtlich, das größere Problem ist ja eigentlich, mit welchem Geld wollen sie das bezahlen? Diese super-duper-Idee muss erstmal den anderen gepitcht werden. Hey, Leute, was haltet ihr davon, wenn wir ins Massagestudio heute gehen? So 60 Minuten Massage kostet ja schon mindestens 60 Euro. Ihr seid zu 5. Mit welchem Geld? Wie viel ist das denn?
591. Wer soll das bezahlen? Und außerdem müssen wir auch noch den Hühnerstall aufbauen. Die falsche Schraube. Kann schon sein, dass es die richtige Schraube ist. Ich glaube, du müsstest nur in die richtige Richtung drehen. Das wäre dann... Ich hasse es. Ach komm, Alina, immerhin musst du keine Hühner schlachten. Die müssten wir jetzt gerade mal kurz wieder einfangen. Am Anfang der Woche fand ich die Hühner jetzt nicht so cool. Ich hatte so ein bisschen Schiss vor denen und fand die so ein bisschen eklig. Da passen die Schnittbilder auch komischerweise gar nicht rein. Es ging, glaube ich, gar nicht um die Hühner. Am Anfang der Woche fand ich die Hühner jetzt nicht so cool. Ich hatte so ein bisschen Schiss vor denen und fand die so ein bisschen eklig. Zur nächsten Szene habe ich gar nichts zu sagen. Fand es nur witzig. Oh, more passion. More passion, more energy, more energy. Und ganz im Ernst, baut euren scheiß Hühnerstall doch selber auf. Also, wir haben die kleine Aktion abgebrochen mit dem Bauen, weil wir einfach keine Lust mehr haben und ja, uns entspannen wollen. Frech. Also, wir haben die kleine Aktion abgebrochen mit dem Bauen, weil wir einfach keine Lust mehr haben und ja, uns entspannen wollen. Bis zum Wellness-Termin am Nachmittag wollen die Mädchen einfach nur chillen. Chillen mit dem Besten! Ich hoffe so doll für euch, dass es Apfelschorle und nicht irgendein Billig-Energy-Drink. Kacke, und ganz im Ernst, da liegt einmal so eine Bravo offen rum. Auf einmal kommen die Mädchen auf dumme Ideen. Und zwar, ey, was würdet ihr denn von so einer Love-Story halten, wenn wir sowas machen? So mit Fotos machen und so. Mit Fotos? Ich male meine immer. Ey, also ich finde das eine gute Idee. Ja. Wir haben hier sowieso nichts zu tun. Außer halt nebenbei noch die Welt retten. Also, um was soll es gehen? Wer ist wer? Ich heiße Tanja. Ich möchte Prinzessin sein und dann kommen. Und Tanja ist meine beste Freundin. Okay, warte mal, nicht so schnell. Also, um was soll es gehen? Wer ist wer? Ich heiße Tanja. Ich möchte Prinzessin sein und dann kommen. Und Tanja ist meine beste Freundin. Du bist Barbie, ich bin Ken. Es muss immer eine Böse geben, damit ich bin die Böse. Aber wenn ich das hier gerade sehe, wollen wir nicht auch was irgendwie mit Vampiren machen? Yes, yeah, Vampire Story. Ja, dann bin ich halt der böse Vampir. Ja. Okay, und wer gut aufgepasst hat, kann das bestimmt jetzt richtig wiederholen, oder? Ken ist ein Mensch und Ken ist eine Puppe und ich bin ein Mensch. Und also in dem Fall Vampiren, irgendwie verstehe ich das alles gar nicht. Das verstehe ich bis jetzt noch nicht. Okay. Alles noch mal kurz einmal für Janni. Okay, warte, warte. Ihr seid böse, wir sind lieb, ihr wollt sie beißen. Ich will aber nicht, dass sie gebissen wird und deshalb bringe ich euch um. Punkt. Juhu, schon wieder irgendwas mit Töten. Oje. Kommt das vom Red Bull oder warum sind die so aggressiv? Der Plan steht, jetzt muss ich fertig gemacht werden. Okay, ich bin eine geile Hexe. That's what she said. Und dann wird die Digicam ausgepackt. Das wird bestimmt richtig gut. Man dann halt etwas ganz anderes spielen muss, als man in Wirklichkeit ist. Und das ist dann halt lustiger. Ich glaube, ich würde dann lieber sowas wie Barbie spielen. Schminken für Mädchen ist sehr wichtig. Haben Sie wieder Ihr Zimmer gestrichen oder warum sieht Alina so aus? Ja, ich hätte gern grün. Alina ist jetzt übrigens Lifestyle-Fashion-Beauty-Influencerin. Von nichts kommt nichts. Früher hat sie schon angefangen. Für eine hotte Story muss natürlich auch ein Kuss fallen. Ihr könnt mich doch echt küssen, Mann. Ihr seid Mädels. Da kann das nicht passieren, dass ihr euch mögt. Ihhh, voll schwul. Jetzt haben wir das Währenddessen-Bild von mir. Juckt mich nicht, Janni. Andere Frage, was passiert hier auf der Wand? Haben Sie das Konzept von der Love Story einfach auf die Wand geklatscht? Oder wofür braucht man Whiteboards, wenn man auch einfach eine White Wall hat? Und dann werden auch endlich mal die Hühner geschlachtet. Eins, zwei, drei. Ah, Pommes mit Ketchup, toll. Wenn sie wieder ihre Periode hat. Nein, ich kann das nicht sagen. Wenn sie ihre Periode hat. Oh, der Spruch geht jetzt immer. Was ich mich an der Stelle frage, was hat die Gurke euch getan? Ihr tut die ganze Zeit so, als hättet ihr nichts zu essen. So, und jetzt nochmal für Janni. Die Frau von dem Jungen ist jetzt tot, nee, ist jetzt ein Vampir und dann sucht er sich einfach eine neue. Hast du es jetzt verstanden? Die Mädchen haben eine Thai-Massage mit allem drum und dran gebucht. Hey, ich kann mitkommen. Ich habe hier noch einen Gutschein für eine Thai-Massage. 60 Minuten. Mit allem drum und dran heißt halt auch Fußbad. Einfach rein. Oh, ist das warm. Und dafür geben wir gerade Geld aus. Wir können sie auch einfach in Farbeimer tunken. Also ich glaube, wir haben uns das verdient, so eine Massage.
Ich meine, immerhin haben wir weder die Betten, noch den Schrank, noch den Hühnerstall aufgebaut. Das haben wir uns schon verdient. Wir mussten ja die Betten aufbauen und wir mussten das Zimmer streichen und uns erstmal an die Umgebung gewöhnen und selber kochen und alles. Habe ich die letzten 6 Folgen die falsche Mädchen-WG angeguckt? Oder wenn du abends noch rausgehen möchtest mit den Mädels und Mama fragen musst, kommen die Argumente wie aus der Pistole geschossen. Keine Ahnung, wann die selbst gekocht haben. Wo ich das verstehe, ist, dass sie jetzt 4 Tage lang auf dem Boden schlafen mussten. Ganz locker, ja? Ja, hab ich. Oh! Außerdem hat sich das Knacksen auch ganz komisch angehört. Horst, der Tonmann so. Ganz locker, ja? Ja, hab ich. Oh! Und wie fühlt man sich danach so? Sieht auf jeden Fall nicht so aus, als wären die Knochen ganz geblieben. Wie läuft's bei den anderen so? Ich hab gegessen. Boah, das renkt alles ein. Ja, endlich keine Spannung mehr auf dem Rücken. Ich glaube, die hatten ein schlechtes Gewissen, dass sie die Mädchen 4 Tage lang auf dem Boden schlafen lassen haben. Wie können wir wieder alles einrenken bei denen? Thai-Massage. Außer bei May? Bei mir nicht, weil ich habe ja nichts, was ich einrenken muss. Ja, ich weiß auch gar nicht, was die kleinen Opfer eigentlich für ein Problem hattet. Bei mir nicht, weil ich habe ja nichts, was ich einrenken muss. Alina bekommt auch eine Fußbehandlung. Wenn das jemand sieht, ich hasse das. Ich kann das gar nicht leiden. Und jetzt haben wir es alle gesehen. Mit meinem Freund habe ich erst nach 1 Monat meine Füße gezeigt. Und nach 2 hat er dann Schluss gemacht. Es tut mir leid, Alina, dass ich das jetzt sagen muss, aber es lag an den Füßen. Fertig damit. Nach der Massage wollen sich die Mädchen ein Eis in der Kölner Innenstadt gönnen und sie treffen Pietro Lombardi. Jungs. Ah, nee, okay. Ihr seid voll geile Hengst im Anmarsch, auffällig sein. Nehmt Hilla bitte das Red Bull weg. Geiler Hengst im Anmarsch, auffällig sein. Naja, dann wir doch. Es hat auf jeden Fall geklappt. Deswegen wichtigste Frage zuerst. Woher kommt ihr eigentlich? Kommt ihr nicht aus Köln? Nee. Nein, aus deinen Träumen. Wiesbaden. Frankfurt. Nürnberg. Frankfurt. Was macht ihr hier? Gut, dass du fragst. Das eine Mal in unserem Zimmer haben wir unsere Füße in Farbe getunkt und sind durch das ganze Zimmer gelaufen. Das war witzig. Das hätten wir zu Hause bei Mama nicht gedurft. Und was, keine Ahnung, was man jetzt sonst noch redet. May rettet die Situation. Dann gib mir mal eure Nummer. Okay. Yo, May, take one for the team. Wie sie einfach die Nummer klärt. Ich glaube, die Mädchen fanden die Jungs auch total toll und haben sich nicht so getraut, mit denen zu reden. Also musste ich sozusagen irgendwas sagen. Das hast du bestimmt auch nur für die anderen getan, oder? Ja, ja. Gut, also dann. Das war gar nicht. Ciao, ciao. Er hat ciao, ciao gesagt. Seitdem ich einmal dieses TikTok gesehen habe, dass Typen immer ciao, ciao sagen. Das stimmt. Auf 10 Typen kommt eine Frau, die ciao, ciao sagt bei mir. Ich habe eine Studie gemacht. Die könnt ihr in der Videobeschreibung durchlesen, wenn ihr wollt. Und sag mal, Janni, wie machst du das? Das juckt dich ja gar nicht, wenn da Jungs vor dir stehen, oder? Du bist immer so cool und abgebrüht. Ja, das sind Jungs. Ich bin so cool, weil das sind Jungs. Ich meine, sind auch nur Menschen. Es ist noch nicht mal 24 Stunden her und ich habe den Titelsong schon lange nicht mehr gehört. Hallo, ja, sorry, nee, ist ein bisschen laut im Hintergrund. Diese scheiß Junggesellenabschiede in Köln gehen mir so auf den Sack, Alter. Die sind immer so besoffen und tanzen an Statuen rum, keine Ahnung. So sind wir, geben niemals auf, so sind wir doch. Wir nehmen noch Kleingeld an. Zurück in der WG ist die Stimmung völlig gekippt. Um Himmels Willen, was ist jetzt los? Haben wir keinen Red Bull mehr oder was? Etwas läuft schief in der Gruppe. Irgendwer hat die Periode bekommen. Alle sind sauer auf Feli. Was? Das ist mir gerade... Oh nein! Wann ist das denn passiert? Ich habe keine Ahnung, wovon ihr redet. Okay, ganz ehrlich. Mann, wieso seid ihr alle so ruhig? Nein, und zwar ist es so, dass manche halt nicht mit so sehr mit deiner offenen Art so ein bisschen klarkommen. Aber Props an Hilla, die ist einfach angegangen und hat gesagt, können wir bitte reden? Hier ist es komisch. Aber ja, wir sagen doch alle, was wir denken. Was ist denn jetzt genau das Problem? Du versuchst uns alle gerne mal runterzumachen. Okay, Alina. Situation gerettet. Ja, können wir als ausstehende Person natürlich jetzt nicht ganz beurteilen. Gib mal ein Beispiel. Du bist voll Chef-Technik. Ja, aber guck mal, du stehst in der Küche und ich sag zum Beispiel, ja, aber du kannst ja nicht kochen irgendwie, weil die Eier verbrennen. Ja, und die Bemerkung, so. Dieses Direkte ist dann auch oft ziemlich verletzend. Ja. Aber es stimmt ja, oder? Ich glaube, ich hätte das in der Situation auch gesagt. Vielleicht hätte man es lieber sagen können. Vielleicht hätte man sagen können, das nächste Mal benutzt du einfach ein bisschen mehr Öl, verteilst es so in der Pfanne und dann machst du das Ei erst rein. Du dumme Nuss. Ja, aber guck mal, anstatt mir das zu sagen, ignoriert ihr mich alle und schließt mich total aus. Ja!
Das ist nämlich das eigentliche Blöde. So, Feli fällt's halt vielleicht nicht auf und man muss es ihr halt mal sagen, so hey, das und das geht nicht. Wie soll sie denn fürs Leben lernen, wenn ihr sie einfach nur ignoriert und sie nicht weiß, um was es geht? Okay, aber das mit dem Ignorieren war ja auch keine Absicht. Ignorier dich nicht, wir haben du schließt dich auch teilweise ganz schön selber aus. Alina! Du schließt dich auch teilweise ganz schön selber aus. Ich habe nichts dagegen, wenn man direkt ist. Ich mag das auch, aber sie ist halt so verletzend direkt. Okay, das kann ja auch wirklich sein, aber dann haben wir das jetzt geklärt und dann versucht sie es besser zu machen. Das habt ihr ganz toll gemacht. Halt, das sind aber vielleicht Sachen, die ich gar nicht so wahrnehme, weißt du? Und dann kommt dann sowas. Ihr macht irgendwelche Sachen zu viert und ich... Ich schwöre, ich muss auch gleich richtig anfangen zu weinen. Jetzt drückt euch doch bitte alle mal. Oh, nicht weinen, okay? Okay, eigentlich ist die Situation geklärt. Alina hat aber noch was zu sagen. Vielleicht haben wir auch einen Fehler gemacht, dass wir uns zu viel zusammengeschlossen haben. Ich finde halt, dass wirklich jeder an sich arbeiten sollte. Besonders du, Feli. Okay. Tut mir leid, okay? Wir haben uns jetzt alle umarmt und vertragen. Und dann können wir doch jetzt auch rummachen, oder? Und wir müssen jetzt wirklich daran arbeiten, okay? Ja. Felicia. Ja, Alina, okay, ich glaube, Felicia hat's verstanden. Wir müssen jetzt auch daran arbeiten. Gell, Felicia? Ja, ja. 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 Und auch an unserem Haus sollten wir arbeiten. Hier muss dringend gesaugt werden. Ihr habt doch gestern gesaugt. Drama ist jetzt aber wirklich vorbei. Basteln wir doch lieber mal die Fotostories zusammen. Vielleicht sollten wir die ja echt mal irgendwie hinschicken oder so. Die drucken das bestimmt. Ja, das ist eine ganz gute Idee. Macht es. Das wird bestimmt gedruckt. Lies doch mal vor, Storytelling ist doch bestimmt gut. Oh nein, Barbie wurde von den Vampiren gebissen und ist jetzt auch zum Vampir geworden, Opfer. Ja. Hey Leute, wir haben Umschlag. Oh, was wird da wohl drin sein? Ja, haben wir diesmal weniger? Nee, wir haben immer noch 500 Euro. Dann können wir endlich jemanden kommen lassen zum Hühnerstall aufbauen. Ja, wollen wir das ja, genauso machen wie letzte Woche? Schau mal, jetzt ist das Problem, dass wir fast nichts mehr zum Essen haben. Oh, stimmt. Oder wir wollten die Hühner ja eigentlich schlachten. Dann brauchen wir gar keinen Stall mehr. Dann sparen wir uns ja doppelt was. So Leute, dann trinkt mal euer Red Bull aus und dann ab ins Bett. Aber May hat vorher noch etwas Wichtiges zu erledigen. Tampon wechseln. Und an wen schreibst du? Jemanden. Oh, sie textet noch mit wem? Nein! Ach, so ist das an Lukas! Der Boy von heute Mittag, May! May ist verliebt. Komm. Immerhin haben sie sich ja schon 5 Minuten unterhalten. Und jetzt nochmal Moral-Pluspunkt für Hilla. Die liest nicht vor. Die gibt einem Handy einfach wieder zurück und sagt, das ist ein Geheimnis, das bleibt einfach zwischen uns. Und was schreibt sie als Abschied? Liebe Grüße oder 1000 Küsse? Hier ans Kamerateam. Ihr bekommt keine coole Story zum Einschlafen. Gute Nacht. Das war's auch mit dem Video. Bis morgen. Hier könnt ihr mich abonnieren, hier ein anderes Video angucken. Okay, tschüss.